Oh, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Far Cry, liebe Freunde. Ich habe mir für heute überlegt, dass wir mal hier so ein Silo befreien. Ne, das ist hier direkt ums Eck. Irgendwie. 43 Meter. Hier wirst du wach. So. Dann gehen wir mal hin. Eigentlich müsste ich noch Munition kaufen. Du bist. Kann ich dich jetzt eigentlich upgraden, Mädel? Der gute Samariter, Helferauswahl. Legt Feuer, das Gegner zurückschrecken lässt. Ja, wunderbar. Wählen wir dich mal aus. Tyler, komm her. Du bist doch jetzt mal. Verpiss dich. Roger. Wir haben hier gerade folgende Frage. Na? Bleib unten, ich kann dich holen! Heilige Scheiße! Halte da, ich komme! Pass auf den verfluchten Bären auf! Das war knapp, Mädel. Was machst du denn auch hier wieder mit dem Bären, Mann? Das wollte ich auch gerade machen. Ja. Dummer Meister Petz. Oh, mitkommen. Ja klar, führe ich euch. Alter Finne. Mädel, schon wieder direkt. Du startest. Wo kommt der Bär her, Mann? Und warum geht der Bär nicht auf so eine dumme Sau? Fragen über Fragen. Wieso liegt denn hier Stroh? Da hinten ist der Partykonvoi. Der Konvoi muss auch mal langsam weg. Hab ein paar Peggys im Visier. Du bist so super, Junge. Ah, hier, fang den Stein. Ich habe aber A, nicht genügend Munition. Eigentlich. Gucken wir mal. Und der. Scheiße, das war knapp. Bin vor Ort. Komisch. Schön, so eine Schnellreise finde ich super. Heieieiei. Wir müssen die Vergangenheit abwaschen. Das sage ich auch immer. Wir müssen unsere Sünden bekennen und wir müssen Buße tun. Danke, dass du Far Cry 5 spielst. Das ist doch auch mal schön. Das ist doch auch mal schön. False End is
Ja, das freut mich. So, schönen guten Tag. Buongiorno. Jemand vom Widerstand hat sich im Turm über dem Bewässerungsbecken verschanzt. Die Sekte beschießt ihn vom anderen Ufer aus. Hoffentlich geht das gut. Ja, so. Das ist nicht mein Problem. So, erstmal ein bisschen was verkaufen. Wir haben Wapiti-Haut. Wir haben einen Schwarzbären getötet. Wir haben zwei ganze Goldforellen gefangen und eine Regenbogenforelle. So. Und ich kriege für zwei Goldforellen, die so groß sind, bekomme ich mehr als für so einen saftigen Schwarzbären. Und mal Munition. Senior, ich hätte gerne mein Scharfschützengewehr wieder. Geht das hier? Weil ich glaube, ich renne momentan damit rum, oder? Nee. Habe ich nicht. Okay, krass. Also das heißt, das Scharfschützengewehr. Okay, weil der Zoom gefällt mir mal gar nicht. Was ist hier? Weil ich finde das Scharfschützengewehr schon geiler. Ja, genau. Was haben wir noch an Handfeuerwaffen? Das macht auf jeden Fall schon mal Sinn bei meinem Aim. So, aber... Ja, du kannst mir die Scheiße mal umsonst geben hier. Ja, kannst du mal beten. Mal einen Daumen hoch machen hier. So. Wieso ist hier gerade eben dieser fucking Konvoi dann gefahren? Wir gehen mal zum Larry. Piss dich, Junge. Geh mir nicht um den Sack mit deinem Geschwafel, Mann. Ah, ich muss mir auch noch ein Auto erst kaufen. Was haben wir denn hier? Eine geile Auswahl. Junge, wir müssen uns erstmal ein Auto klauen. Die sind hier alle. Die wollen alle unsere Kohle haben. Wo muss ich überhaupt hin? Das muss ich sagen, finde ich so ein bisschen unübersichtlich so. Das ist schon wieder ein Bär, oder was? Junge, du hast echt gedient, das hört man. Alle in der
der Stadt sind dir sehr dankbar. Erstmal schön Geld geklaut. So. Mein Herz rast wie verrückt. So, der muss jetzt mal ein paar Leute töten, damit wir mit dem aufsteigen. Wo ist denn diese scheiß Straßensperre? Keine Ahnung. Dann nehmen wir uns erstmal einen Stechapfel mit. Sag ja zu einem Abo zu Commander Krieger. Ja. Nicht wir sind in diesem Tal mit Eden's Gate gefangen. Der Kult. Achtung, bin unterwegs. Die sind so gut wie tot. Mach mal. Guck mir das Ganze mal hier an, wie du arbeitest. Die Wichser werden voll überrumpelt. Ich nehme schweren Schaden. Was ist das für eine scheiß Waffe? Hat der Typ geraucht? Also, mein Aim war nicht gut. Aber ich hab dir nur mindestens einmal in den Schädel geklatscht, Mann. Und was hab ich für einen Bobo da? Den vollen... Ja. Gleich eins aufs Maul. Pisser. So, hör mal, die Kacke, die ihr mir gegeben hast, hier ist scheiße. Gebt mal die andere her. Schaden 5. Ich kann mir auch nichts anderes holen, ne? Also hier, das Ding hätte ich gerne, aber ist noch zu. Aber komm, dann machen wir mal hier den Kollegen. So, dankeschön. Heidewitzka, ey. Mitkommen. Jetzt seht euch mal dieses Arschloch an. Hast du mich Arschloch genannt? Was hast du da eigentlich? Du hast das Ding und hast das der. Feinde, bin unterwegs. Ja.
Hauptsache, jetzt ist dieser scheiß Wagen wieder da. So, der eine hat einen Alarm, der andere ist ein Scharfschütze. So, Deckung. Alles klar, gib mir Deckung. Was ist das denn da? Fucking Truthahn, Mann, ey. Ey, wenn der Truthahn uns jetzt angreift, ne, dann raste ich aber aus hier. Also, der eine Kollege hat einen Raketenwerfer dabei. Halt's Maul. Kannst du die Leute leise ausschalten? Achtung, bin unterwegs. Schalte mal den aus. Mal gucken, ob es hinkriegst. Habe ich eben gesehen. Geh mal kurz weg. Zum Teufel soll das werden. Zum Geier. Du stehst da kacke. Leck mich. Du musst mir bitte helfen. So. Hauptsache, die Reifen sind weg. Geh mal kurz weg. Dein Ernst? Ich bin ja schon froh, dass sie hier vorne nicht sind. Ich komme durch, glaube ich. Wo renne ich hier eigentlich hin? Ich wollte zu dem Typen hier, ne? Da wo ich hin. Was ist das denn hier? Auto, Auto. Jetzt werden schon Autos auf der Karte markiert, oder was? Ernst Truck. Nee, Ernst Truck wollte ich nicht. Hä? Da wollte ich hin. Tada, ein Freiwilliger. Das ist doch mal ein Annons. Die Menschheit ausgerottet. Ich habe keine Zeit für Erklärungen, die du sowieso nicht Auf jeden Fall hat er einen Pizza-Fit. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Mach den mal auf hier. Ich bin fertig und bereit. Du sollst den aufmachen, Mann.
So, was haben wir hier? Dr. Parker, hier ist Daniel McCoy von der NASA. Als erstes möchte ich anmerken, dass wir so etwas normalerweise nicht machen. Aber angesichts des bizarren Inhalts und der Frequenz Ihrer Anrufe und E-Mails melde ich mich direkt, damit Sie sich nicht mehr dauernd nach Neuigkeiten zur Lage auf dem Mars erkundigen. Seitdem Sie uns auf die Mikrowellenanomalie aufmerksam gemacht haben, konnten wir Ressourcen freimachen, um die Lage zu beobachten. Der Mars ist aber stabil und steht nicht kurz vor der Explosion. Falls sich das ändert, verspreche ich mich zu melden. Vielen Dank und schönen Tag noch. Das ist ja nett. Larry, Alter, als... Nicht nur um Falls End. Raschen. Anne hat gesagt, dass bald Hilfe kommt. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Richtig. Vergiss diesen Sekten-Nonsens. Das lenkt dich nur unnötig ab. Auf uns beide warten wichtigere Dinge. Genau. Drei Worte. Gefahr im Verzug. Noch zwei Worte. Globale Katastrophe. Mehr kann ich nicht sagen. Die hören alles mit. Die filtern nach Schlüsselbegriffen, damit sie uns erfassen und in Stücke sprengen können. Das darf nicht passieren. Ich hat recht. Ja. Kannst mir helfen? Ja, mach ich. Aber wir kommen erst weiter, wenn wir ihre Abhörgeräte auf dem Purple Top Sendemast zerstört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, können wir sie nicht überlisten und ausmanövrieren. Und Scheiße, was ich meine. Showtime! Ja, machen wir doch, ne? Geh erstmal hier in deinen Schuppen. Alter, kann ich das plündern? Zack. Haben wir den schon mal fertig. Können wir hier eben noch das Silo kaputt machen? Sofern ich nicht irgendwo sterbe zwischendurch. Komm mit. Wir dachten, dass Eden's Gate harmlos ist. Ihr seid echt fett. Als ob Straßensperren nicht reichen. Jetzt kommen sie auch noch aus der Luft. Ziemlich offen hier das Feld, ne? Muss man mal sagen. Was ist hier passiert? Olga! Eines Tages schieße ich mir einen Berglöwen. Alles klar, gib mir Deckung. Einer von denen. Oh. Ist bei euch noch alles dran? Das sind ein paar Bösewichte. Kann er sich mal rumdrehen da?
Halt doch mal das Maul. So gut wie erledigt. Ich werde langsam irre hier. Okay, also mit einem Wurfmesser. Wir haben die nicht direkt. Achtung! Das ist, was ich ziemlich schade finde übrigens. Da rennt die Olga. Der Tod hätte mir nicht geschmeckt. Wir haben uns beklaut, da ist es nur fair, wenn wir auch sie beklauen. Also, muss ja ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen, bin ich ein bisschen schade, ne? Und hier habe ich noch nicht geangelt. Wir werden jetzt noch mal eben kurz, wo muss ich denn hin, in welche Richtung? Andere Richtung, dahin. Da. Das Zeichen können die ruhig mal auf die Map machen, wo ich markiert habe. Welches ich wo markiert habe. Dann geh vor. Wir gehen jetzt mal eben kurz ein bisschen angeln. Wir brauchen ein bisschen Kohle, weil ich habe so viel Kohle ausgegeben. Dass wir mal ein bisschen fischen müssen. Hier gibt es auch wesentlich weniger Büsche, die man so abernten kann. Geh mal darüber. So gut wie erledigt. Hier schön in diesem Abwasserkanal. Huch. Ich werde.
Ja, Junge, du bist eine richtige Hilfe. Hey, ohne Witz. Hallo? Da kommt ein Gesicht zum Reinschlagen. Man muss ja ganz ehrlich sagen. Ach, da war noch ein. Also, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, die sterben halt kaum. Okay, bin unterwegs. Du kannst mich echt am Arsch lecken. Der Typ geht überhaupt nicht klar. Also, der erste war ja noch okay, ne? Aber hier der Kollege. Ein Soldat. Ja, der ist da am Böllern, Junge. Geh mal da drüben hin und halt's Maul. Hallo? In Position und bereit, Boss. Sieht nach einer Ringbogenforelle aus. Ist auch eine. Das Gewicht ist anscheinend richtig scheißegal, oder? Angeln wir uns hier einen Wolf. Wie gesagt, wir brauchen halt ein bisschen Kohle, ne? Wir brauchen ein bisschen Cash. Komm her, du Sau. So. Bam. Karte. So, wir haben jetzt hier diesen ganzen... Wir haben eigentlich schon ziemlich viel jetzt hier unten. Eigentlich nicht. Aber. Rekrutiere drei Spezialisten. Vielleicht sollten wir das mal wirklich machen. Dass wir wirklich hingehen. Und mal hier diese Lamb of God Kirche machen. Machen wir mal. Wir gehen jetzt verkaufen. Da können wir schon mal hinreisen. Schnellreise.
Und dann gehen wir rüber. Und dann gehen wir zur Lamb of God Kirche. Die ist ja da eh schon ein bisschen krass drauf. Und dann holen wir uns den Spezialisten. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, ist das eine Sünde. Jetzt kann ich wieder frei atmen. Ja, schön, dass du frei atmen kannst, Junge. So, moin. Beute verkaufen, was haben wir denn? Hirschhaut und 5 Forellen. Immerhin. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was mit den Waffen los ist. Seitdem ich die bearbeitet habe, nehme jetzt mal einen Bogen mit. Wobei, nee, ich nehme die Sniper mit. Ich nehme die Sniper für die nächste Aufgabe mit. Mach die Waffe quasi lautlos. Ideal, wenn du leise, aber tödlich haben möchtest. Bringen wir mal an. Von dir muss ich mich jetzt verabschieden, weil du gehst mir hart auf den Nuss. Dann nehme ich mir hier lieber die Bogenmaus mit. Auch wenn die mir hart auf den Sack geht, aber die ist zumindest ein bisschen ruhiger. Na? Silenzium, por favor. Und wir gehen jetzt in der nächsten Folge, also sprich morgen 15 Uhr zur Lamb of God Kirche. Ich bin raus, gut Schuss, bis zum nächsten Mal, euer Commander Krieg.